Na, Julia. Ciao, Julia. Hey, Julia. Hat sie sich ja nicht dran erinnert an mich. Ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Nächsten Monat wird's ein Jahr werden, nicht? Und so lange kennt ihr euch jetzt schon? Ja, wenn wir von kennen, reden können, nicht. Aber du hast doch ein paar Mal mit ihr geschlafen, hast du erzählt. Ja, ich muss nicht immer der Star sein. Aber einmal Star und zurück geht doch, oder? Weißt du, eines Tages werden Hallen gefüllt sein, nur um euch beide schön zu sehen. Wir werden Sessions geben und die moderieren. Dann wird auch der Hulk gefüllt sein. Ich muss wie gesagt nicht immer der Held sein. Der Hulk kann auch irgendwann mal der Held sein. Ich habe genug von dem ganzen Fame und... Also wärst du lieber Clark Kent anstelle Bruce Banners? Wie soll ich das verstehen? Ich will gerne Hulk. Da bin ich ja Hulk froh. Wenn ich dann der Hulk bin und mich Leute erkennen, ziehe ich mir einfach meine Brille auf und bin der ganz normale Nachbar von nebenan. Der Nachbar von Bruce Banner oder der Nachbar von Clark Kent? Nun ja, da kann ich nur zu sagen, was geht's dich an, du dreckiger kleiner... Chaiwan? Ist es dieses Wort, was du suchst? Mannequin. Der Witz dabei liegt einfach dabei, dass man vorher ein Wort hatte und eine Anspielung darauf macht, dass man jetzt einen Reim da drauf kommt. Und der meiste Reim, der jetzt auf Banner gekommen wäre, wäre wahrscheinlich ein Synonym, was man im täglichen Sprachgebrauch auch für Obdachlosen benutzt. Ich habe allerdings da jetzt eine Pause gemacht. Du hättest aber auch Table Manner als Reim auf Bruce Banner nehmen können. Genommen, was natürlich eine gewisse Enttäuschung mit sich bringt, aber... Das ist ja gut, wenn man enttäuscht eine gewisse Spannung entsteht, wenn man denkt, jetzt sagt er es gleich, und dann sagt man was ganz anderes, jetzt, oh, der Druck muss auch, dann entsteht erst Lachen. Ja. Aber ich habe mal gehört, eine Enttäuschung ist etwas sehr Positives, denn vorher ist man getäuscht. Und wenn die Täuschung erst weg ist, dann ist man enttäuscht. Und Albert Einstein hat mal etwas Ähnliches gesagt. Ich bin ja allerdings ein bisschen eine andere Meinung. Er sagt ja, dass das alles relativ zu sehen ist. Da muss ich ihm recht geben, denn eine Enttäuschung muss nicht zwangsläufig immer was Positives mit sich bringen, da die Vorstellung, die man vorher von etwas hatte, ja wohl wesentlich nun ja, positiver sein kann. Sogar für das akrobatische Talent jedenfalls. Auf jeden Fall, und es trifft es dann nicht so ein, wie man sich das erhofft hat. Je größer die Erwartungen vorher waren, desto tiefer und schwerer wird die Schwerkraft werden auf diesem Planeten. Hast du etwa das Icarus-Syndrom? Der Ding ist, was würdest du jetzt in dem Moment ausweichen? Ich möchte da nicht mit aufweichen. Das ist auf jeden Fall... Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. 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 Es interessiert mich nicht, was ihr hier denkt. Das ist lauschen. Ja, das ist doch gut. Nein. Das war ja auch gelaufen. Das haben wohl diese ganzen Hunde mit den Geilen in der Fresse. Es ist zu ruhig.
kaum habe ich es gesagt, schon bestätigt es sich, hat jemand geschossen. Das Feuer wurde eröffnet, der Krieg hat begonnen. Verdammt. Eins nach dem anderen. Gehen Sie doch ran. Es ist vielleicht für Sie. Es interessiert mich nicht, was ihr hier denkt. Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. Du bist doch der Hans, oder? Your name is Hans? Oh, sorry, I thought you were my pal from junior high called Hans. Hans Gruber. I got the same head as yours. Yes, it is from Philadelphia, right? Ah, Philly. Yes, Liberty Bell. Yeah. Only thing better than the movie Philadelphia is the town called Philadelphia. Would you agree? I wouldn't say so. Maybe the basketball team called Philadelphia sounded sexier. That guy looks hilarious with his red cap and the pee on it. I don't know, he kind of looks like Erwin from the Chipmunks fucking series for children. He used to be on RTL2. Hans! Motherfucker! I'll put that thing on. Bobby.
Alter, du sprichst dich auch schon wieder zu bezahlen, ey. Guck mal, vorne ist er gar nicht mehr. Guck mal, Ich schwöre, ich dann in der Feier, Scheiße, Kopf da runter, Alter. Kopf da runter, Hose hoch, ey, Scheiße, so sieht's aus, Mann, aber du bist mir zu doof, ey, deswegen sag ich, ey, Kopf auf meinen Schoß, Schwanz raus, in die Fresse, zeig doch mal deine Fresse. Und dann geht's los, ey, Scheißdreck, Motherfucker, Berlin, ja. KSF Anadolu Umutspor e.V. hat mal wieder gesiegt. Was ist denn bitte nicht? Was ist denn? Haarfluss. Bravo, Fazi! 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 Was sagst du zu dem Tor vom Fazi? Ja, war eine gute Torchance. Hier Ecke nochmal. Habt ihr euch das türkische Fußballspiel mal angeschaut? Nee, bei den Namen ist es nicht gelaufen. Ach so. Ah. Ach so, ja, stimmt. Es sind mehr als in die Kurven. Und zwei Drittel von der türkischen Parlament besteht rassenmäßig von den Kurden. Wir haben ein Terroristenproblem mit einem Teil der kurdischen Rasse. Aber ein Kurdenproblem können wir nicht sagen, denn die Kurden haben die Mehrheit hier. Die Kurden, die hier am Dreieck Irak, Iran und Türkei. Von dort aus stammte einer, der Öcalan heißt, nicht? Er hat dann besonders die armen Leute zusammengesammelt und eine Organisation also ausgearbeitet. Und die haben angefangen zuerst diese Rauschgift. Mann, jetzt hör einmal auf!